Ich stelle euch auch schon die nächste Kandidatin vor. Es ist mit Startnummer 05 die Anna. Ich bin Anna, bin 11 Jahre alt, komme aus Berlin und ich singe Schnee im Original von Hurts Stay. Immer beim Refrain, da kam immer so Schnee und dann hat der Erwin auch irgendwie immer so hier gemacht, so wie ich auch beim Casting das gemacht habe. Das sah richtig lustig aus. Wenn ich Aufregung habe, dann mache ich irgendwie immer so. Dann ist die Aufregung eigentlich auch schon etwas niedriger. Er hat auch so eine super Ausstrahlung, er kann richtig gut tanzen und hat einfach auch so ein Bühnengefühl irgendwie. Das ist richtig toll. Ja. Ich mag ihn richtig toll. Ja. Maroni, Lebkuchen, ein bisschen Justin Bieber und Rodeln. Der Winter steht vor der Tür, was unserer nächsten Interpretin nur recht ist, denn die pfeift auf Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Zieht euch warm an. Das Original ist von Hurts und heißt Stay. Hier ist unsere Startnummer Nummer 05. Es ist die Anna mit Schnee. Wenn draußen alles völlig still wird, dann beginnt eine tolle Zeit. Wenn jedem kalt wird, keiner seine Zehen spürt, jede Nase rot wird und dir im Mund die Spucke gefriert, ja, dann werden Sorgen klar. Endlich fängt es an zu schneien. Ein Popcornregen, dem ich steh. Die Welt wird weiß und so weit ich seh. Schnee, Schnee. Frau Holle drückt da oben auf Play. Mr. Winter, der geht auf Tournee. Schnee, versinkt. Nein, ich vermiss nicht den Juli und die Hitze, wo ich nur immer schwitze. Da fühlt man sich wie ein bisschen am Grill. Alle stehen auf Sommerzeit. Ich bin lieber eingeschneit. Ein Popcorn. Schön wie eine Schneeflocke und eine Stimme wie ein Engel. Anna, das hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Und du weißt, ich bin ein großer Fan. Du siehst nämlich einer jungen Dame sehr ähnlich. Die war mal jung vor vielen Jahren und ist unglaublich toll. Die Mariah Carey, finde ich, oder? Schaut sie nicht ein bisschen ähnlich doch, oder? Diese Haare und diese Stimme. Toll.
wirklich. Danke. Erzähl mal von deiner Bewerbung. Wie war denn das, als du dich beworben hast beim Kiddie? Ja, also ich habe den Kiddie-Contest jetzt schon ein paar Jahre lang verfolgt. Mhm. Und meine Freunde meinten immer wieder, dass ich sehr gut singen kann. Und dann habe ich mich mal beworben. Und es hat geklappt. Und jetzt bist du schon da und hast keinen Fehler gemacht, gell? Nein. Ihr kennt euch jetzt auch schon eine Zeit lang, also alle 10 Finalisten. Und jetzt möchte ich schon wissen, wie ist das hinter der Bühne? Sind das nur Konkurrenten oder sind es auch ein bisschen auf Freunde? Gar keinen Fall. Wir sind sehr gute Freunde, finde ich. Wir verstehen uns alle super, aber natürlich will halt jeder mal gewinnen. Mhm. Nur wenn nicht, dann wäre auch nicht so schön. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit hier. Ja. Anna mit der Startnummer 05. Bitteschön.